Seid ihr doof oder so? Huch. Was jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Gott. Leute, ihr seid schon ein bisschen doof. So ganz dezent. So, den haben wir weg. Kommt jetzt wieder nicht hoch. Ist schon ein bisschen lachhaft, oder? Also blinzen sie offensichtlich schon, wie man sehen kann. Gut, hat sich erledigt. Dankeschön für deine Fackelwürmchenbrust. Richtig nice. Hab übrigens mal von Fackelwürmchen geträumt. War auch ganz nice. Aber da waren die nicht nur so gelb, sondern die hatten an ihrem Rücken noch so blaue und grüne Leuchtpunkte. Das sah voll cool aus eigentlich. Ich träume öfter sowas. Ist nichts Unnormales. So, erstmal wieder speichern. War nicht hier die nächste größere Gruppe? Ich glaube schon. So, der ist weg. Die ist weg. Und den haben wir jetzt. Und der andere hat keine Lust. Oh doch, jetzt kommt er. Ja, fein. Oh, da war er ein bisschen zu schnell. Oh shit. Die Schleicher halten mehr aus. Ich muss mal kurz gehen. Kommt er hinterher? Echt jetzt? Ach Mann! Hä? Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Hä? Bin ich dumm? Geht doch! Kommst du her? Gut. Haufen Zeug trägt damit sich rum. Geht ja mal gar nicht. So, jetzt haben wir die auch geschafft. Übrigens, speichern. Ja, wenn es einmal passiert, dass man dran verreckt, dann denkt man plötzlich immer dran. Die haben voll eklige Knie. Fällt mir gerade so auf. Okay, reicht wieder. Du hast meine Pfeile. Du hast noch ein paar tolle Sachen. Wo geht's jetzt lang? Ach, hier ist gar nichts. Was ist denn das da? Mit wem er kreiselt? Na Mensch. Ich denke, das reicht, wenn ich der einen gebe. Mehr braucht die eigentlich nicht. Die will auch gar nicht mehr, ne? Ich glaub schon. Okay. Mhm. Was ist das hier? Ah ja, dann kommen wir wieder in diese große Halle. Und was ist hier? Was ist hier? Keine Gegner auf jeden Fall, okay. War eine Truhe. Mit 3 Gold. Yay. Cool. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Nein. Ach man. Ist ja doof. Na gut, gehen wir wieder. Sollten wir ein Stück tiefer sein, oder? Ich trinke mal was. Ist ja gerade kein Gegner vor meiner Nase. Außer da hinten. Ich glaube, schläft der oder sieht das nur so aus? Hm. Wobei, ich habe noch nie Falmer schlafen sehen. Also kann es eigentlich nicht sein. Ich nehme erstmal das hier. Yay. Wow. Okay, cool. Ist ja doof. Ach nee, das sind die Toten, die da liegen. Alles klar. Also, nee, zurück gehe ich jetzt bestimmt. Sterbe ich. Bin ich da? Hm.
Tja, also, ich weiß ja nicht, ob ich das machen soll. Andererseits ist es egal, ich speichere mal kurz. Und dann gucken wir mal, dass wir nicht sterben beim Aufprall. Perfekt, gut. Das Wasser ist nicht gerade tief, aber wir haben es offensichtlich überlebt. Wie auch immer das geht. Und wir kommen hier nicht hoch. Aber hier. Hier, komm schon. Geht doch. Waffenkammer, Waffenkammer, Waffenkammer. Mimimi, keine Ahnung. Geh mal einfach mal rein, wenn ich schon mal hier davor stehe. Machen wir das als nächstes. Kann ja nicht schlimmer werden. Aha. Doch. Wenn die Centurio-Krieger kommen und diese ganzen komischen Viecher. Ich glaube, das ist echt eine der größten Ruinen. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass es ausgerechnet diese ist. Nee. Ich hoffe, das ist nicht die, die auch noch diesen anderen Bereich hat, der noch größer ist. Ich bin mir nicht sicher. Okay. War jetzt nicht so schwer. Die leben aber nicht, oder? Scheiße. Das sieht alles so aus, als würde es gleich losspringen. Na gut. Hi. Wie dumm von mir, so schnell hier hindurchzulaufen. Ja, Es hat nur ein paar Stunden gedauert, das hintere Tor aufzubrechen. Vielleicht spende ich einen Becher oder zwei, aber Krag sagt, er kennt ein paar private Käufer, die für ein funktionierendes Schmuckstück gute Preise zahlen würden. Hier drin muss es doch sein. Die Seitentüren sind alle verschlossen, aber in dieser Truhe sind sicher ein, zwei wertvolle Dinge. Wenn ich hier rauskomme, kaufe ich mir ein Schloss. Geil. Ich nehme es einfach mal mit. Sichtbarkeit, was voll viel bringt bei blinden Gegnern. Ich weiß gar nicht, war das jetzt gut? Ich weiß es nicht. Ob diese Maschinen einsehen können. Oh, Gottes Willen. Gut, dass hier nichts rauskommt. Finde ich super. Okay, das ist wirklich recht einfach. Nein, es ging nach links. Okay, nicht ganz so weit. Okay, nicht ganz so weit. Yay. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Zwergenrüstung. Habe ich schon. Aber um meine Zwergenrüstung zu vervollständigen, nehme ich das einfach mal mit. Um die mir dann irgendwo hinzuhängen. Keine Ahnung. Weil die ja so schön ist. Ich finde die nicht so geil. Ich bin nämlich kein Freund von Gold. Ich mag mehr Silber. Deswegen mag ich auch die Elfenrüstung nicht so. Aber ich mag sie mehr als die Zwergenrüstung. Glaube ich. Keine Ahnung. Gucken wir noch auf die andere Seite. Und dann gehen wir da weiter durch die Tür. Mal hier gucken. Shit. Hätte ja sein können, dass es auch da ist. Nee. Ach. Komm schon. Komme ich wenigstens mit Schlossknacken um einiges weiter. Nein, danke. Nee. Perfekt. Weiter gucken. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Und auf dieser Seite ist nichts. Kann man hier drüber gehen? Geil. Nice. Na gut.
Ah, da steht schon ein Falmer. Hab mich schon gewundert. Und ein Skiver? Hab ich das richtig gesehen? Oh. Will er denn hin? Na Mensch, wer kommt denn da? Oh. Ne. Ah ne, doch nicht gut. Ist der direkt da drauf gelandet, der Sack? Ich fass es nie. Geh mal da weg hier. Willst du mein neuer Fuchsi sein? Nee, danke, ich will ihn nicht mitnehmen. Ich finde ihn ein bisschen hässlich. Dezent. Okay. Wo lang jetzt? Hä, da war... okay. Erstmal töten. Arme kleine Falmer. So. Nee, das würde ich schon mitnehmen, danke. Ah. Ist ja noch einer. So. Nee, nicht so schnell gehen. Das ist uncool. Oh. Der hat wieder ein paar schöne Sachen dabei. Das finde ich super. Hä? Hier war ich jetzt schon, oder was? Aber unten. Oder nicht. Keine Ahnung. Ich muss mal kurz gucken. Ich muss mich mal kurz orientieren hier. Da ist eine Tür. Wo geht die hin? Natürlich, dahin. Bin ich jetzt hier lang gegangen? Bin ich dumm? Vergesse ich alles? Ja, ich bin dumm und vergesse alles. Gut. Hat sich das geklärt. Wieder hier hoch. Und diesmal die andere Richtung. Nach rechts. Niemand hier? Gut. Alter, ich bin jetzt schon seit einer Stunde hier drin, oder was? Also, fast. Ja, das kann sich ziehen. Ach, hier ist... Okay. Aber es ist der andere Eingang. Ah, hier sind wir. Alles klar. Huch. Ih, komisches Licht. Ist ja gruselig. Wir müssen aufpassen, hier sind überall Falmer. Ja, ich wusste, wenn wir tief genug graben würden, würden wir schließlich auf neue Ruinen treffen. Markart ist eine Stadt, die auf einer Stadt erbaut wurde. Von frühen Fundstücken wissen wir, dass der Name der Stadt Nihuang, keine Ahnung, Zell, lautet. Aber darüber hinaus liegen uns nur wenige Informationen vor. Uns wurde aber eine Bekleidung abgestellt und morgen begeben wir uns in die eigentliche Stadt. Erst ein Tag und schon vermisse ich meinen Schreibtisch und meinen Stuhl. Ich dachte, die Erforschung würde mehr Spaß machen, aber bisher kämpfen wir nur gegen Spinnen und erhaschen gelegentlich einen Blick auf einen Geröllhaufen. Hoffentlich kommen wir bald zur Hauptruine, damit wir ein Lager aufschlagen können und ich anfangen kann, ein paar unserer Fundstücke zu katalogisieren. Hauptruine? Bitte lass es nicht noch größer sein. Vorhin haben wir die Waffenkammer gefunden und Eri, keine Ahnung, ist zurückgeblieben, um einen Weg in die Hauptschatzkammer zu suchen. Wenn jemand das Schloss öffnen kann, dann er. Wir sind weitergegangen und haben uns hier für die Nacht eingerichtet, da die Wachen sagen, dieser Ort sei leicht zu verteidigen. Ich habe trotzdem für alle Fälle ein paar Runen platziert. Ach, die haben die Runen platziert, alles klar. Schön, dass sie die... wahrscheinlich sind deswegen hier so viele Tote. Die haben natürlich wieder nichts. Oh, Bratkartoffel, cool. Der ist tot, ne? Gut. Man kann ja nie wissen. Aber eigentlich kommen die immer aus so einem Gestell raus. Also die, die nicht in einem Gestell sind, sind meistens auch nicht lebendig. Oh, mein Hamster ist wach. Ist das hier der einzige Weg? Ich gehe einfach mal hier lang.
Wird schon gehen. Stimmt, hier sind auch Skiva drin. Ich erinnere mich gerade an ein Video, was ich mal gesehen habe. Da hat einer Skyrim durchgespielt, ohne ein einziges... Also, er hat sozusagen, ich glaube, vegetarisch durchgespielt. Er hat keine Tiere getötet und das war sehr schwer. Weil, wenn dann so ein Skiva ankommt... Die nerven schon ein bisschen rum. Ach, hier ist immer wieder. Alles klar. Ich wollte nur gucken, wo es lang geht. Jetzt ist mein Hamster wieder weg. Na toll. Hm. Schaltzentrale. Hm. Mal schauen, was es da zu schalten gibt. Ach nee, es ist gar keine Tür. Ach, Mensch. Nichts. Wo sind die Gegner? Diese Dinger mag ich gar nicht. Diese Einfallen. Ich finde die schrecklich. Ja, geil. Huch. Okay. Hat einen Pfeil draufgelegt, ohne dass ich was gemacht habe, aber gut. Ich will gar nicht ausprobieren, was die Falle macht. Dankeschön. Dankeschön. Super. Das finde ich ja großartig. Och, Ausdauer, ne? Haben wir denn noch was Gescheites bei Schießkunst? Ach ja, das hatte ich ja schon mal angeguckt. Todesschuss. Kritischer Schaden wäre schon geil. Haben wir vielleicht... Was ist denn bei Schleichen neu? Gehen oder Rennen haben keine... Okay. Okay. Ich weiß jetzt nie, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Ich wollte mal nach... echte Rüstung gucken. Bin ich blind? Habe ich das jetzt übersehen? Bin ich doof? Ach, hier. Gott, ich komme mich ja gar nicht weiter. Ich lasse mich ja so selten treffen. Sollte ich mich vielleicht mal öfter treffen lassen? Später. Irgendwann. Na gut, dann nehmen wir halt Schießkunst. Und zwar bin ich für mehr kritischen Schaden. Finde ich super. Kritischer Schaden ist super. Da steht noch ein... Das sind sogar zwei. Wenn ich schon mal dran denke. Ach, du bist Magier. Na Mensch. Jetzt nicht mehr. Ist nichts. Du hast wieder einen Haufen Zeug für mich. Das finde ich super. Oh, alles kann ich nehmen. Cool. Hm. Nett. Twemerkreisel. Mm. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen mich jetzt irgendwie ärgern, dass die mir andauernd Twemerkreisel hinlegen. Hey, du wolltest doch einen. Du bist doch nur wegen einem hier. Warum bist du noch da? Mann. Ich dachte gerade, er hat sich noch bewegt. Blasenpilz.